Annegret Angerhausen-Reuter, wir sind hier an einem relativ ungewöhnlichen Ort, und zwar mitten in der Duisburger Altstadt. Und das hat seinen Grund, denn die GfW ist sehr aktiv, was die Vermarktung der Altstadt angeht, die es ja auch dringend nötig hat. Und da gibt es zwei neue Leute, die jetzt einfach mal vorgestellt werden. Genau, wir freuen uns, dass wir Verstärkung bekommen zur Revitalisierung der Altstadt, für ein gutes Miteinander, eine gute Interaktion, für ein prosperierendes Quartier, und wollen da Anwohner, Immobilienbesitzer und Unternehmer mit ins Boot holen. Da haben wir Netzwerker mit im Team. Das ist einmal der Francesco Manarino, auch Inhaber vom Turn Head Shop hier in der Altstadt Süd, und einmal Yvonne Bleidorn. Sie ist Diplom-Ingenieurin für Raumplanung, hat an der Technischen Universität in Dortmund ihren Abschluss gemacht, für ihre Diplomarbeit eine Immobilien- und Interessengemeinschaft, eine ISG, gegründet in Lippstadt, und war auch schon als Quartiersmanagerin in der Nordstadt in Gießen aktiv. Und wir wollen jetzt jemanden nicht vergessen, da ist ja noch eine dritte Person dabei. Genau, das ist unser Hidden Champion, das ist der Justus. Die Yvonne Bleidorn ist vor 10 Monaten Mutter geworden, und der ist jetzt mit von der Partie und schaut sich das neue Arbeitsfeld der Mutter auch mal genau an. Okay, dann fangen wir jetzt einfach mal mit der Yvonne Bleidorn an. Ja, wie wird man denn Altstadtmanagerin, oder korrekt ausgedrückt Altstadt-Südmanagerin? Tja, also erstmal, glaube ich, braucht man die Liebe zum Quartiersmanagement und dass man sich eben auseinandersetzen möchte mit den Interessen der Bürger vor Ort und auch dazu steht, die gegenüber der Stadt zu vertreten und auch mit der Stadt da in Verhandlungen also gerne gehen zu wollen. Und dann natürlich noch ein bisschen die Liebe dazu, ganz kreativ solche Standorte wieder beleben zu wollen. Und da mit eigenen Ideen, aber natürlich mit den Ideen der Akteure vor Ort wieder, ja, den Standort zu reaktivieren. Francesco, soweit ich das weiß und das sehe, bist du ja auch ein absoluter Insider hier. Und ja, ich sag mal, du kennst die ganze Problematik. Was steht denn jetzt geradezu so auf dem Programm? Was ist als erstes zu tun? Ja, was muss überhaupt passieren, damit das Ganze funktioniert? Ja, also wie gesagt, ich bin schon seit 99 hier in der Altstadt aktiv, kenne viele Leute, die auch jetzt schon daran arbeiten, dass es hier besser und schöner wird. Und die ersten Sachen werden einfach sein, sich überall vorzustellen und einfach präsent zu sein, unser neues Büro zu beziehen und einfach Flagge zu zeigen und zu sagen, ja, wir wollen was bewegen hier in der Altstadt. Das sind die ersten Schritte. Geplant ist natürlich wesentlich mehr. Da muss natürlich jetzt auch erstmal abgeklärt werden, ob das auch alles durchführbar und machbar ist. Aber das sind so die ersten Schritte, die in den nächsten Wochen und Monaten passieren werden. Wo wird denn das neue Büro sein? Das wird noch nicht verraten. Es wird momentan eingerichtet, und insofern, wir werden noch zum Ortstermin laden und dann mehr dazu und die richtige Atmosphäre einfangen. Jetzt haben wir erfahren, dass es schon bei Ihnen eine gewisse Erfahrung gibt mit solchen Dingen. Wenn Sie jetzt so die Einschätzung der Situation vor Ort sehen, würden Sie sagen, das ist ein einfaches Unterfangen, oder ist das eher eine Sache, die wirklich mit Schwierigkeiten verbunden wird? Also, als ich mich hier auf die Stelle beworben habe, bin ich noch hier rumgelaufen und gedacht, ach du lieber Gott, eigentlich weiß ich noch gar nichts damit anzufangen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, meine Spazierrunden mit dem Kind hier durchzumachen. Dann kamen die Akzente dazu. Und dann habe ich wirklich so auf so nach und nach sind immer mehr Ideen gekommen, was man hier machen kann. Und ich finde, gerade die Akzente haben gezeigt, dass hier offensichtlich ausreichend Leute Interesse haben, sich auf kreative neue Sachen einzulassen. Und man durchaus auch mit den Immobilieneigentümern hier scheinbar sehr gut kooperieren kann. Und ja, also wenn man wirklich mal auch so ein bisschen hinter die Kulissen hier guckt und ein bisschen auch in die Ecken guckt, auch gerade in dem Bereich, der hier nicht nur die Einzelhandelslage ist, dann gibt es hier tatsächlich ganz spannende Sachen, wo man, glaube ich,
ja, auf unterschiedlichste Art und Weise aktiv werden kann. Wobei bei dem Stichwort Immobilienbesitzer, ich glaube, es wird vielleicht einfach sein, ja, die direkt ansprechbaren Immobilienbesitzer zu überzeugen. Aber ich glaube, es gibt ja auch ein gewisses Problem damit, dass einige auch größere Objekte im Besitz von einigen Fonds sind. Da wird es wahrscheinlich deutlich schwieriger, oder? Es wird sicherlich schwieriger werden als mit den Leuten, die auch hier vor Ort sind. Aber auch da sehen wir jetzt erstmal keine großen, ja, Hürden auf uns zukommen. Wir werden das Gespräch suchen und wir werden Vorschläge machen. Und ja, ob die dann bereit sind dazu oder nicht, da liegt dann nicht mehr in unserer Ermessungskraft halt. Wir hoffen, dass die sich überzeugen lassen durch unsere Ideen und dass auch diese Menschen und diese Leute einfach mitwirken, hier was zu bewegen. Letztendlich kommt es denen auch zugute. Und dann kann man sogar schon ganz konkret werden, weil in der nächsten Woche gibt es sogar schon einen ersten ganz wichtigen Termin, wo schon mal so ein bisschen, ja, ich sag mal, gefühlt werden soll, wie denn die Situation unter den Beteiligten ist. Ja, genau. Die bereits der bereits gegründete Verein lädt ja kommende Woche ein. Und da können wir beide direkt mit von der Partie sein. Das ist natürlich für uns eine super Möglichkeit, direkt einzusteigen, uns erstmal vorzustellen und somit nicht nur die Bekanntheit zu kriegen, dass daraufhin vielleicht Leute auch wirklich zu uns kommen, sondern direkt mal hören, wie der aktuelle Stand der Dinge ist und ja, da mal nochmal ein Gespür, gerade ich brauche das ja vielleicht noch mal mehr als der Manarino, noch mal ein Gespür dafür zu kriegen, wie denn die Stimmung ist und wie gerade eben hier die Lage ist. Wann und wie und wo findet das statt? Das findet hier nächste Woche im Immersat statt, am Donnerstag ab 18 Uhr. Und ja, natürlich sind auch alle anderen und auch die Presse eingeladen, dort auch hinzukommen, sich das Ganze anzuschauen und eben dieses neue Vorstellen dort eben mitzunehmen. Dann bedanke ich mich bei den beiden, habe aber noch eine abschließende Frage an Annegret Angerhausen-Reuter. Ich habe gerade schon, als ich hier ankam, gesagt, normalerweise stellt man sich ja jetzt so einen Quartiersmanager, einen Citymanager im weitesten Sinn, also jemand, der diese Vermarktung macht, so vor, dass der jetzt hier in Nadelstreifen auftaucht. Aber ich glaube, dass die GfW da genau das richtige Konzept gefunden hat, wirklich Leute zu nehmen, die sich vor Ort auskennen und die auch auf Augenhöhe die gleiche Sprache sprechen. Ja, das war für uns ganz wichtig. Aber zuvörderst möchte ich noch sagen, wir als GfW Duisburg haben das ja nicht alleine entschieden, sondern das war eine Findungskommission. Da war auch der Carsten Thum, der Beigeordnete der Stadt Duisburg, dabei, ebenso wie der Rolf Bröcker, Stabsstelle strategische Stadtentwicklung. Aus unserem Haus war es der Ralf Meurer und die Sabrina Hölscher, die hier für den bei uns im Haus für den Einzelhandel zuständig ist. Alle waren der Auffassung, dass dieses gemischte Doppel, was die Entscheider anfänglich gar nicht im Sinn hatten, die optimale Besetzung ist, weil es zur Zielgruppe der Altstadt passen muss. Und die beiden sprechen nach unserem Dafürhalten die Sprache der Unternehmer, der Immobilienbesitzer und der Anwohner vor Ort. Und wir finden, die Altstadt ist bunt und das möchten wir eben auch mit unseren Mitarbeitern abbilden, diese Diversifizierung und Vielfalt. Ja, dann bleibt mir nur noch alles Gute allen Beteiligten zu wünschen und ja, ich sag mal, wir warten in diesem Fall jetzt keine 100 Tage, bis wir das nächste Mal sprechen, sondern sind nächste Woche schon dabei. Dankeschön.